Hi Freunde, Peter Szijjártó, der ungarische Außenminister, machte deutlich, dass trotz der Maßnahmen der Ukraine die Energieversorgung Ungarns sicher ist. Er kritisierte außerdem Brüssel. Das Verhalten der Europäischen Kommission bezeichnete er als inakzeptabel. Ungarn zeigt hier klar seine Stärke und lässt sich nicht mehr erpressen. Alles dazu in diesem Video. Die Verhandlungen zur langfristigen Gewährleistung der Rohölversorgung Ungarns nähern sich dem Ziel. Obwohl die Europäische Kommission bisher keine Maßnahmen gegen die Ukraine ergriffen hat, diese hat durch ihre Handlungen die Energiesicherheit Ungarns und auch der Slowakei gefährdet. Dies betonte der ungarische Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in einer Erklärung, die am Mittwoch in Budapest veröffentlicht wurde. Wenn auch ihr sagt, das hier geht alles zu weit, dann schreibt es mir unten einfach mal in die Kommentare, lasst ein Abo und ein Like da, damit ich mit meinen Themen noch mehr Menschen erreichen kann. Die Situation, in der sich Ungarn gerade befindet, ist einfach komplex und von geopolitischen Spannungen geprägt, die sich in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt haben. Um die aktuellen Herausforderungen zu verstehen, müssen wir zunächst einmal uns vor Augen führen, wie wichtig eine gesicherte Energieversorgung für ein Land wie Ungarn überhaupt ist, beziehungsweise egal für welches Land. Erdöl und auch Erdgas sind unverzichtbare Ressourcen, die nicht nur für den Alltag der Bürger, sondern auch für die Wirtschaft und für die industrielle Produktion extrem wichtig sind. Und das müsste eigentlich jeder begreifen. Eine Unterbrechung dieser Lieferungen könnte verheerende Folgen haben. Und genau deshalb ist das Thema von immenser Bedeutung. Das sieht man ja in Deutschland, wo der Strompreis einfach in die Höhe gegangen ist und wo sehr viele Firmen pleite gehen oder das Land einfach verlassen. Der Außenminister Ungarns erklärte, dass die Konflikte weltweit immer intensiver werden und die Aussichten auf Frieden zunehmend in weiter Ferne rücken. Und das, weil viele einfach auf den Krieg scheinbar stehen. Das spürt man ja besonders in Mitteleuropa, wo der Krieg in der Ukraine eine Eskalation zeigt. Diese Konflikte haben nicht nur politische, sondern auch erhebliche wirtschaftliche und energetische Auswirkungen. Die Sicherheit der Energieversorgung steht dabei besonders im Fokus, da jede Instabilität in der Region direkte Auswirkungen auf die Energiesicherheit hat. Und genau das verstehen einige Politiker in Europa überhaupt gar nicht. Peter Szijjártó betonte, dass die Regierung daher gezwungen war, die Sicherheitslage der Energieversorgung Ungarns sorgfältig zu überprüfen. In diesem Kontext sagte er, ich kann Ihnen sagen, dass die Energieversorgung Ungarns trotz aller Herausforderungen, die Ihnen durchaus bekannt sind, sicher ist. Und dies ist ein wichtiger Punkt, der darauf hinweist, dass Ungarn trotz der Schwierigkeiten bisher in der Lage war, die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Allerdings kritisierte er scharf die Rolle, die die Europäische Kommission in diesem Konflikt hier spielt. Leider verhält sich die Europäische Kommission in der Angelegenheit, die im Zusammenhang mit dem faktischen Verbot der Lieferungen des russischen Ölkonzerns Lukoil nach Ungarn und in die Slowakei durch die Ukraine entstanden ist, weiterhin inakzeptabel. Diese Kritik ist ja nicht neu und zeigt auf, dass Ungarn einfach genug hat. Genug davon, dass es keine klare und entschlossene Reaktion aus Brüssel gibt. Und das ist ja nicht das erste Mal. Der Außenminister Ungarns machte deutlich, dass der Schritt der Ukraine, die Öllieferungen nach Ungarn zu blockieren, erhebliche Auswirkungen auf die Rohölversorgung Ungarns hat. In diesem Zusammenhang erinnerte Szijjártó daran, dass es ein Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union gibt. Dieses Abkommen sieht ja vor, dass die Ukraine den Transit von Energieträgern in Richtung der EU-Mitgliedstaaten nicht blockieren darf. Dies ist eine wesentliche Grundlage für die Energiepartnerschaften innerhalb Europas und soll theoretisch verhindern, dass politische Konflikte
die Energieversorgung stören. Aber da Brüssel ja gar nicht reagiert oder sogar vielleicht sogar dafür verantwortlich ist, ist es genauso gekommen. Doch trotz des klaren Vertrags und der damit verbundenen Verpflichtungen hat die Ukraine gegen das Abkommen hier klar verstoßen. Siyato sagte dazu, obwohl die Ukraine gegen dieses Assoziierungsabkommen verstoßen hat und obwohl der Schritt der Ukraine, Ungarn und die Slowakei vor große Herausforderungen gestellt hat, ist es klar, dass wir nicht mit der Unterstützung der Europäischen Kommission rechnen können. Diese Aussage zeigt deutlich, dass Ungarn der EU nicht mehr vertraut und das ist ja klar. Diese steht zur Ukraine, aber nicht zu zwei EU-Mitgliedstaaten und das zeigt das wahre Gesicht der EU. Die ungarische Regierung ist sehr entschlossen. Siyato fuhr fort, aus diesem Grund sind Verhandlungen, die Ungarns ausgewogene Rohölversorgung langfristig sicherstellen können, trotz der ukrainischen Maßnahme und trotz der Tatsache, dass die Europäische Kommission uns nicht hilft. Diese Tatsache, dass diese Verhandlungen schon weit fortgeschritten sind, gibt Hoffnung, dass Ungarn seine Energieversorgung für die Zukunft sichern kann. Siyato sagte dazu, diese Verhandlungen nähern sich bereits dem Ziel, daher können wir sagen, dass wir zusätzlich zu den vorübergehenden Maßnahmen kurz- und mittelfristig auch die Versorgung Ungarns mit Rohöl trotz des Vorgehens und der Gleichgültigkeit Kiews und Brüssels langfristig gewährleisten können. Diese Aussage zeigt deutlich, wie weitreichend und auch langfristig die Pläne der ungarischen Regierung sind. In seiner Rede sprach Siyato natürlich auch über die Erdgasversorgung Ungarns. Auch hierzu gab es eine weitere positive Nachricht zu vermelden. Die Erdgasversorgung unseres Landes läuft ebenfalls gut und wird vom Ausmaß der Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine nicht beeinträchtigt. Und das hängt damit zusammen, dass die Lieferungen komplett über die Turkstream Pipeline erfolgen, die über die Türkei, Bulgarien und Serbien verläuft. Mit der alternativen Route hat Ungarn einen sehr guten Weg gefunden, um nicht zwischen die Fronten zu geraten und so kann man eine stabile Gasversorgung vorweisen. Ein weiteres Thema, auf das Siyato natürlich einging, war Kernbrennstoffe. Er begrüßt die Tatsache, dass die Lieferungen in diesem Bereich kontinuierlich erfolgen und dazu ausreichend sind, um den langfristigen Betrieb des Kernkraftwerks Paksch sicherzustellen. Siyato betonte, die ungarische Regierung beobachtet ständig die Konflikte, die uns umgeben und ihre Auswirkungen auf die Energieversorgung. Und das ist auch gut so, da man bei vielen Dingen schnell und flexibel sein muss, sobald sich etwas ändert. Zum Abschluss seiner Rede kritisierte er nochmal die Europäische Kommission. Wir halten es immer noch für inakzeptabel, dass die Europäische Kommission keinen einzigen Schritt unternommen hat, um Ungarn und die Slowakei vor den Boykottmaßnahmen der Ukraine zu schützen. Seine Worte zeigen hier nochmal deutlich, dass Ungarn nicht einknicken wird, egal wer versucht, Ungarn in die Knie zu zwingen oder mit was man es versucht. Ungarn wird seine Interessen weiter verteidigen und die Energieversorgung des Landes weiter sichern. Wenn das andere nicht so sehen, dann sollen sie sich in ihrem Land das machen, wie sie denken, aber sich einfach aus Ungarn raushalten, ganz einfach. Und hiermit beendete Peter Siyato seine Rede. Gleichzeitig möchte ich nochmal betonen, dass die Verhandlungen, die wir führen, um unsere Versorgungssicherheit mit Rohöl gewährleisten zu können, gut laufen. Man sieht, Ungarn lässt sich nicht mehr alles gefallen und kritisiert Brüssel immer häufiger. Man ist außerdem entschlossen und hat einen klaren Plan für die Zukunft, was man ja von anderen EU-Ländern nicht sagen kann, oder? Was meint ihr dazu? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. Folgt mir noch auf Getter, Telegram und X. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Patrick, ciao, ciao.